Ich habe 8 Hängematten gekauft und getestet. Ich habe in jeder einzelnen dieser Hängematte geschlafen und hier im Wald übernachtet. Der Schlafkomfort ist etwas abhängig von der Größe einer Hängematte. Deshalb habe ich Hängematten in verschiedensten Größen getestet. Alle Hängematten haben ein integriertes Moskitonetz. Ich habe mich auf leichte Hängematten konzentriert, in denen du trotzdem bequem eine ganze Nacht lang schlafen kannst. Die Preise liegen zwischen 30 und 130 Euro. Erst schauen wir uns an, was bei einer guten Hängematte wichtig ist, und am Ende solltest du ein gutes Gefühl dafür haben, welche Hängematte für dich am besten geeignet ist. Ich bin mit 1,72 Meter relativ klein und trotzdem schlafe ich am liebsten in Hängematten, die um die 3 Meter lang sind, weil diese einfach viel komfortabler sind. In einer Hängematte liegt man nicht gerade, sondern diagonal, zumindest wenn du darin übernachten möchtest. Die diagonale Liegeposition sorgt dafür, dass du ähnlich wie in einem Bett gleichmäßig und relativ horizontal in der Hängematte liegst. Das setzt aber voraus, dass deine Hängematte auch groß genug ist. Viele Anfänger machen den Fehler, dass sie sich eine zu kleine Hängematte kaufen. Dann verbringen sie eine schlaflose Nacht darin und schlussfolgern, dass eine Hängematte nichts für sie ist. Die optimale Größe ist bei jedem etwas anders, aber alle, die über 1,80 Meter groß sind, sollten meiner Meinung nach definitiv in Richtung 3 Meter Hängematte gehen. Und im Zweifelsfall würde ich mich immer für die größere Hängematte entscheiden. Die für mich optimale Hängematte sollte bequem und so leicht wie möglich sein. Das ist etwas windig hier, aber das geht schon. Die Ridgeline ist eine Schnur, die an den beiden Aufhängungspunkten deiner Hängematte befestigt wird. Sie fixiert den Abstand zwischen den beiden Enden deiner Hängematte. Was sind die Vorteile? Du kannst die Liegeposition besser einstellen und fixieren. Der Aufhängprozess wird vereinfacht. Du kannst daran Material befestigen. Auf eine gute Hängematte gehört für mich immer auch eine gute Ridgeline, vor allem dann, wenn du darin übernachten möchtest. Zusätzlich habe ich mir noch folgende Dinge ganz genau angeschaut. Die Reißverschlüsse, das Moskitonetz, die Aufhängung, Baumgurte und Befestigungspunkte und die Extras, wie zum Beispiel ein Ridgeline Organizer, diverse Taschen, ein Einschubfach für die Isomatte, mögliche Befestigungspunkte oder eine verstellbare Ridgeline. Achtung, bei vielen Hängematten sind die Baumgurte nicht im Lieferumfang enthalten. Diese müssen dann separat gekauft werden. Kommen wir zu den Testergebnissen. Die Hängematte von One Tigris hat mich leider nicht überzeugt. Warum? Die One Tigris hat für eine 60-Euro Hängematte ein paar richtig gute Features und ich hätte diese Hängematte auch wirklich gern gemocht. Aber diese Matte ist leider nur 2,60 Meter lang und 1,60 Meter breit und sie ist damit einfach zu klein. Ich habe erst vor ein paar Tagen wieder darin geschlafen und ja, es geht, man kann darin schlafen, aber du tust dir mit einer so kurzen Matte keinen Gefallen. Wie gesagt, ich bin nur 1,72 Meter groß und habe mir sehr schwer getan, eine gute Schlafposition zu finden. Ich liege in dieser Matte sehr beengt und habe kaum Spielraum, die Position zu verändern. Die Chancen einer schlaflosen Nacht sind in so einer Matte deutlich höher, als das in einer etwas größeren Hängematte der Fall ist. Auch was das Gewicht angeht, ist sie mit nachgewogenen 733 Gramm verhältnismäßig schwer. Ja, gute Verarbeitung, gute Features, aber leider zu klein. Wenn es diese Hängematte auch größer geben würde, dann wäre sie durchaus interessant. Auch die Adventure Mosquito von Amazonas hat mir nicht gefallen. Warum? Das Preis-Leistungs-Verhältnis dieser Hängematte ist meiner Meinung nach nicht gut. Es gibt weder eine echte Ridgeline noch einen Ridgeline Organizer und dafür ist mir der Preis von aktuell 120 Euro einfach zu hoch. Sie hat keine echte Ridgeline, sondern nur eine Schnur, die lediglich dazu dient, das Moskitonetz oben zu halten. Außerdem muss diese Schnur zusätzlich am Baum befestigt werden. Das ist relativ umständlich und unpraktisch, vor allem wenn du zusätzlich ein Tarp am Baum befestigen möchtest. Diese kleinen Taschen am Moskitonetz sind nicht wirklich brauchbar. Auch die Länge von 2,75 Meter hauen mich nicht vom Hocker. Deutlich besser als diese hier hat das größere Modell von Amazonas, also die Adventure Hero XL, abgeschnitten. Aber dazu kommen wir gleich noch. Um sinnvoller vergleichen zu können, habe ich die Testsieger in 4 Kategorien eingeteilt. Fangen wir mit dem Testsieger der günstigen Hängematten an. Hierbei handelt es sich um sehr einfache Hängematten, die nur ca. 30 Euro kosten. Diese können nicht mit der Verarbeitungsqualität und den Features der teureren Hängematten mithalten, aber auch diese Hängematten eignen sich tadellos für eine Übernachtung. Gewonnen hat hier die Hängematte von CoverCure. Sie ist insgesamt komfortabler, außerdem stört das Moskitonetz nicht so sehr, wie das bei der Nature Fun der Fall war. Die CoverCure hat keine echte Ridgeline. Was aussieht wie eine Ridgeline, ist nur ein Gummiband, das lediglich dazu dient, das Moskitonetz oben zu halten. Wer eine Ridgeline möchte, an der auch Material befestigt werden kann, müsste diese separat nachrüsten. Die Baumgurte sind im Lieferumfang enthalten und funktionieren tadellos.
Die Hängematte hat eine angenehme Größe und ich kann schön diagonal und bequem darin liegen. Diese Hängematte ist, was den Liegekomfort betrifft, schon deutlich angenehmer als die vorhin genannte Hängematte von One Tigris. Wer nicht viel Geld ausgeben will und nur gelegentlich mal draußen übernachten möchte, der kann mit dieser Hängematte nicht viel falsch machen. Für alle, die regelmäßig draußen schlafen, wird eine Investition in eine etwas hochwertigere Hängematte langfristig sicher mehr Sinn machen. Für relativ wenig Geld bekommt man hier eine solide Hängematte, nicht ganz so gut wie die teuren, aber schon deutlich besser als die ganz günstigen. Die Hängematte selbst ist aufgrund der Größe etwas schwerer und wiegt inklusive Baumgurte 1100 Gramm, also keine ultraleicht Hängematte. Für den Weitwanderer sicher nicht ideal, aber für den Bushcrafter sicher interessant. Dieses Modell hat eine Länge von 3,35 m und eine Breite von 1,60 m. Sie ist also sehr, sehr geräumig. Die Breite von 1,60 m wäre jetzt für meine Größe nicht notwendig gewesen, aber dafür konnte ich sehr komfortabel darin liegen. Außerdem gibt es dieses Modell mit dem fixen Moskitonetz aktuell nur in dieser Größe. Die Aufhängung ist mit einer Klemmschnalle versehen. Sie ist zwar nicht die leichteste, aber sehr praktisch. Die Länge lässt sich so sehr einfach und unkompliziert einstellen. Das Moskitonetz lässt sich komplett öffnen und bei Bedarf in dem mitgelieferten Packsack verstauen. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Ganz abnehmen kann man das Moskitonetz aber nicht. Der Packsack kann übrigens auch als eine Art Ridgeline Organizer verwendet werden. Schön wäre noch gewesen, wenn auf beiden Seiten jeweils ein separater Reißverschluss vorhanden wäre, wie das zum Beispiel bei der Ticket to the Moon der Fall ist. Die Hängematte von One Wind hat eine hochwertige und integrierte Ridgeline. Sie lässt sich mittels sogenannter Whoopie Sling in der Länge verstellen. Tipptopp. Für den Preis eine wirklich sehr solide Hängematte mit kleinen Nachteilen, was das Gewicht, die Verfügbarkeit und die Lieferzeit betrifft. Es hat circa 3 Wochen gedauert, bis diese Hängematte bei mir angekommen ist. Die Cocoon Ultralight wiegt nur 395 Gramm. Zusätzlich sind noch 2 hochwertige Karabiner dabei, die nochmal 40 Gramm wiegen. Das Geniale bei dieser Hängematte, sie ist nicht nur leicht, sondern mit einer Größe von 3,25 m x 1,48 m auch noch sehr, sehr bequem. Es ist aktuell sehr schwer, eine leichtere Matte in dieser Größe zu finden. Vor allem, wenn man bedenkt, dass diese Hängematte mit einer Ridgeline, hochwertigen Karabinern und einem Moskitonetz ausgestattet ist. Und das Ganze zu einem, wie ich finde, recht fairen Preis. Getestet habe ich diese Ultraleicht-Hängematte mit dem dazu passenden und ebenfalls sehr leichten Down and Under Quilt von Cocoon. Was hat mir nicht so gut gefallen? Die Ridgeline ist fix, das heißt, sie ist in der Länge nicht verstellbar, was die Einstellungsmöglichkeiten etwas minimiert. Im Lieferumfang ist kein Ridgeline Organizer enthalten, dieser kann aber separat nachgekauft werden. Oder du bastelst dir selber eine kleine Tasche, die du oben an der Ridgeline dranhängen kannst. Wie bei fast allen hochwertigen Hängematten sind auch bei der Cocoon die Baumgurte nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat gekauft werden. Für diese Hängematte machen dementsprechend ultraleichte Baumgurte Sinn. Ich verlinke dir 2-3 leichte Baumgurtoptionen unter dem Video. Für alle, die ultraleicht unterwegs sein möchten, ist die Cocoon eine gute Wahl. Sie ist nicht nur leicht, sondern auch relativ günstig und sehr bequem. Die 2 besten Allrounder sind für mich die Amazonas Adventure Hero und die Pro von Ticket to the Moon. Warum ist das so? Fangen wir mit der Amazonas an. Die Amazonas Adventure Hero unterscheidet sich in folgenden Punkten von der vorhin genannten kleineren Adventure Mosquito. Erstens, sie ist größer. Diese hier ist 3,5 m lang und 1,60 m breit, also deutlich größer. Dieser Unterschied macht die Hero nicht nur ein wenig komfortabler, sondern wie ich finde, sehr, sehr viel komfortabler als die kleinere Adventure. Ich würde allen Personen, die über 1,75 m groß sind, immer die größere Hero empfehlen. Zweitens, die Ridgeline ist integriert. Sie muss also nicht separat angebracht werden und ist in der Länge verstellbar. Drittens, im Lieferumfang ist ein praktischer Ridgeline Organizer enthalten. Außerdem kommt sie mit den patentierten Spreizstäben. Diese ziehen das Moskitonetz in die Breite und vergrößern so den Innenraum der Hängematte und halten das Netz von deinem Gesicht fern. Praktisch ist auch das extra Einschubfach für die Isomatte. Ich persönlich nutze dieses Fach nicht, weil ich einen Underquilt verwende. Aber wer schon eine Isomatte hat und etwas Geld und Gewicht einsparen möchte, der kann hier seine Isomatte als Isolationsschicht verwenden. Für diese Hängematte gibt es auch den passenden Underquilt, der einfach und vor allem auch für Anfänger relativ unkompliziert zu befestigen ist. Genau so habe ich in der Hero geschlafen und ich bin mit diesem System insgesamt sehr zufrieden. Es ist praktisch, relativ leicht, sehr komfortabel und gut für Einsteiger geeignet. Auch wenn du deine Hängematte mit einer Isomatte kombinieren möchtest, dann ist die Hero dank des Einschubfachs sicher die beste Wahl.
Der zweite Testsieg in dieser Kategorie geht an die Pro-Lightest von Ticket to the Moon. Sie hat eine Länge von 3,10 Meter und eine Breite von 1,40 Meter. Auch sie ist also groß genug, um darin schön diagonal und super bequem liegen zu können. Und das nicht nur für ein, zwei Stunden, sondern eine ganze Nacht lang. Hier die Vorteile dieser Hängematte. Erstens das Gewicht. Sie wiegt trotz ihrer Größe nur 550 Gramm. Zweitens der Reißverschluss. Bei den meisten Hängematten hast du den Reißverschluss nur auf einer Seite. Bei der Ticket to the Moon hast du auf beiden Seiten einen Reißverschluss und du kannst so von beiden Seiten ein- und aussteigen. Außerdem kannst du den Underquilt besser anpassen und bei Bedarf zurechtrücken. Drittens, der Reißverschluss lässt sich komplett öffnen, was sehr praktisch ist, wenn du deine Hängematte auch tagsüber zum Rumhängen verwenden möchtest. Das überschüssige Netz lässt sich dann ganz einfach verstauen. Perfekt wäre es gewesen, wenn sich das Netz komplett entfernen ließe, aber auch so ist das ein absoluter Pluspunkt. Viertens, die Ridgeline ist dank praktischer Whoopi-Sling ganz einfach in der Länge verstellbar. Fünftens, im Lieferumfang ist mein geliebter Ridgeline Organizer enthalten. Hier kannst du dein Handy, Stirnlampe, Buch oder etc. verstauen. Diese Dinger sind so unglaublich praktisch und gehören für mich auf jede Hängematte. Insgesamt eine hochwertige und sehr stimmige Hängematte, die nicht nur leicht und komfortabel ist, sondern auch ein paar praktische Extras hat. Sehr günstig, dafür nicht so langlebig und weniger Features. Ideal für alle, die einfach mal ausprobieren möchten. Gute Hängematte mit starkem Preis-Leistungs-Verhältnis, dafür etwas schwerer und womöglich musst du längere Lieferzeiten einplanen. Ultraleicht und minimalistisch, aber trotzdem groß genug, um bequem darin übernachten zu können. Etwas teurer, aber hier gibt es nichts zu meckern. Gute Größe, gutes Moskitonetz, integrierte Ridgeline und ein extra Einschubfach für die Isomatte. Insgesamt eine sehr stimmige Hängematte mit einigen praktischen Extras. Außerdem ist sie sehr komfortabel. Absolute Empfehlung. Mehr Tipps zum Thema Hängematte findest du in diesem Video.